Ich bin froh, wo sind Sie heute Abend im HC Aeschlimann gescheitert? Ja, ich glaube, ich muss sagen, er hat sehr gut gespielt. Das war sicher der Endgrund, warum wir ihn verloren haben. Aber auch schon gestern, wir geben irgendwie ein Spiel aus dem Hang, wo wir während vielleicht zwei Drittel wirklich gut spielen und dann ein Drittel völlig wieder passiv werden. Und heute war das gleiche der Fall. Spieler ist ein gutes Team wieder ins Spiel gekommen. Wenn sie näher hier daheim mit den ganzen Fans ein heiß werden, das ist schwierig. Und ich glaube, dort hat man die Chance gehabt, den Sack vielleicht ein bisschen früher zuzutun. Sie haben selber angesprochen, Sie haben eine gewisse Passivität gezeigt. Können Sie sich das erklären? Das ist ja Qualität in dieser Mannschaft von Lausanne. Nein, ich glaube, es ist noch schwierig. Ich denke, einerseits will man irgendwie die Führung verwalten. Andererseits ist sicher gespürt man die letzten paar Monate dabei. Vielleicht geht man nicht immer ganz so, wie man es eigentlich gerne hätte. Dann muss man sagen, eben, ich glaube, sie haben den Dritt ein bisschen besser gefunden im letzten Dritt. Und ich glaube, es sind mehrere Sachen zusammen, aber im Großen und Ganzen, wenn wir das Spiel heimbringen, müssen wir einfach 60 Minuten konstant spielen. Danke vielmals.